Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mit Hanna und Daniel. Heute machen wir das Video, er oder sie ist eine 10 von 10, aber ihr habt mir auf Instagram die ganzen Argumente geschickt, die lese ich dann vor und dann geben wir unsere Nummern dann dazu. Ja, also. Ja, okay. Super cool. Die erste Aussage ist, er ist eine 10 oder sie ist eine 10 von 10, aber hört Deutschrap. Okay. Warte. Ist spezifiziert, was für eine Art von Deutschrap? Nein. Deutscher Rap kann ja vieles sein. Ja, ich weiß, weil die haben Deutschrap geschrieben. Ja, so ein bisschen differenziert betrachten. Also, ja, das stimmt. Also, Crow gefällt mir beispielsweise richtig gern, richtig gut. Sido auch. Aber die Kollegen und so nicht so meins. Ja, so Alligator oder so ist halt cool, aber so Kollege oder... Ich würde sagen 7 von 10. Ist okay, ist nur 7 von 10. Ich sag, es ist schwankt halt, ne? Je nachdem, entweder ja. So 5 von 10 oder es bleibt bei 10 von 10. Ja, bei mir auch. Also wenn es jetzt was Cooles ist, dann ist es 10 von 10. Wenn es jetzt so sexistische Scheiße ist, dann ist es halt 4 von 10. Also es ist auch die Mitte dann. Ja, I guess. Keine Ahnung. Bei mir ist es eine 7 von 10. Okay. Daniel und ich können die Fragen auch nicht einfach so annehmen. Darüber diskutieren. Er ist eine 10 von 10, aber ist zu allen anderen außer dir asozial. Eine 4 von 10. 2 von 10. 3 von 10, ja. Also, was will ich? 3,5 von 10. Weil... Wenn die Person irgendwann mit einem Schluss macht, dann ist er genauso asozial zu man selber. Ja, vor allem, man kann die Person dann ja auch weder zu Familien noch zu Freunden mitnehmen. Ja, weil die immer asozial ist, ja. Dann ja. Also eigentlich 0 von 10. Ja, ja theoretisch, ja. Ja. Obwohl, ne, bei Vampire Diaries und Filmcharakteren sind die immer so... Das ist doch schon hot. Aber so die Realität ist was anderes. Ja, die Realität ist einfach... Nee. Dann, er ist eine 10 von 10 oder sie ist eine 10 von 10, aber raucht. 10 von 10. Nee, also ich würde sagen 5 von 10. Ja, same. Okay. Ich mag diesen Rauchergeruch gar nicht. Ich guck mir nicht so. Ich fühle mich verstoßen. Er ist eine 10 von 10, aber mag keine Tattoos. 2 von 10. Weil ich bin tätowiert. Naja. Und deswegen. Also ich kann ja ein Tattoo haben, das muss ja nicht sein favorite Ding an mir sein. Trotzdem, ja, aber trotzdem hat er dann eine Sache, die er an dir nicht mag. Ja. Und das von vornherein. Also deswegen, ne. Ja, schon 4 von 10. Weiß nicht, ich würde trotzdem 7 von 10 sagen. Ja, tolerant. Ja. Bisher habe ich ja auch nur eins. Also. Okay. Er ist eine 10 von 10. Aber schminkt sich. Immer auch 10 von 10. 10 von 10. Also wenn er sich richtig gut schminkt, dann ist er immer noch slay. 11 von 10. Alles klar. Er ist eine 10 von 10, aber, das ist für uns alle interessant, findet, Tanzen ist kein Sport. Oh. Wie meine Oma, die sagt immer, das ist doch nur so hopsen. Eine minus 1 von 10. Ja, 0 von 10. Ja, auch 0 von 10. Okay. Immer nicht so hart mit dem Minus. So sorry, aber wenn mir jemand sagt, du machst keinen Sport. Ja, vor allem, also nehme ich den halt mit zu einer Stunde, dann wird er schon merken, dass er Sport ist, oder? Ja, ehrlich, also, unfassbar. Ja, er ist eine 10 von 10, aber hat keinen Humor. Für mich ist Humor übertrieben wichtig und deswegen ist er dann nur noch eine 4 von 10. Für mich auch 4 von 10. Ja, so hoch noch? Ja, 2 von 10. Ja, weil es ist unter okay, aber es gibt schlimmere. Ja. Deswegen 4 von 10. Ja, okay. Er oder sie ist eine 10 von 10, aber mag keinen Alkohol. Trotzdem 10 von 10. Ich mag selber auch keinen Alkohol so gerne. Und deswegen... Ja, bei mir wäre es auch 10 von 10.
Für mich wäre es so 9 von 10. Also es ist völlig in. Ja, warte, es ist völlig in Ordnung so, aber es geht halt. Also es ist halt cool, wenn man zusammen so socializen und trinken kann. Aber es ist völlig in Ordnung. Er ist eine 10 von 10, aber er ist ein Narzisst. Ja. Minus 2, nein, Spaß. Also minus 1 von 10. Ist genauso schlimm. Tut ja über Minus geil. Ey, sorry, aber ein Narzisst. Ja. Sind die schlimmsten, tut mir leid, aber die schlimmsten Menschen, die es gibt. Und deswegen ist für mich ein Narzisst auf jeden Fall unter 0. Unter 0, die hat nicht mal die 0 verdient. Ja. Weil die immer Leuten die Schuld geben, obwohl sie selber vielleicht Schuld haben und die Schuld nie bei sich selber suchen. Die denken, die sind die geilsten. Alle anderen sind schuld. Deswegen minus 1. Hm? Ja, das klingt so, als wenn wir, wenn wir 0 von 10 haben. Also, das ist nicht toll. Die Skala geht von 0 bis 10. Ja, nur macht immer so extra Sachen. Echt? 0 von 10? Ja, wie scheiße seid ihr? Also für dich ist es dann auch 0 von 10. Mhm. Ja. Okay. Er ist eine 10 von 10, aber zählt deine Kalorien. 0 von 10. Also 0 von 10. Ja, also Entschuldigung. Wie kann denn sagen, so, ey, der Muffin ist jetzt einer zu viel. Ja, außer, weil denn der Partner möchte das gerne, ja, weil der zu faul ist, das selbst zu machen und dann ja, ist so als ja, Hilfe sieht. Das wollte ich gerade sagen, wenn ich die Person drum bitte, ist das ja eigentlich voll nett. Ja. Ja, nein. Aber ansonsten, nicht. Ansonsten natürlich ja. 0 von 10. 0 von 10, okay. Er ist eine 10 von 10, aber hat krumme Füße. Hat krumme Füße? Oder sie hat krumme Füße. Ich bin jetzt kein Fußfetischist, deshalb sind mir Füße jetzt eigentlich nicht so wichtig, deswegen ist er für mich immer noch eine 10 von 10. Für mich auch. Ich auch, ja. Okay. Für mich auch so, nicht ich auch. Er ist eine 10 von 10, aber stinkt. Also ich bin, ich habe eine ganz empfindliche Nase und einen ganz empfindlichen Geschmackssinn, deswegen wäre es für mich, glaube ich, richtig furchtbar. Deshalb ist er für mich trotzdem dann, nicht trotzdem, sondern ist er für mich eine 3 von 10. Also... Ich würde so sagen 6 bis 7 von 10. Weil erstens, also ist eigentlich das ja, kann er wahrscheinlich nichts dafür, ich weiß. Ja, und erstens das und zweitens, vielleicht kann man ja auch noch was dagegen machen. Ja, ja. Und drittens, wenn die Person, man geht davon aus, wenn die sonst eine 10 von 10 ist, ist das so, passt charakterlich perfekt zu mir, sieht richtig genauso aus, wie ich mir das vorstelle und alles. Und wenn die Person dann ein bisschen stinkt, das stimmt. Wirklich. Und man gewöhnt sich auch dran. Aber das habe ich gelesen, dass wenn man wirklich in eine Person verliebt ist und die auch so 100% riecht, die gut. Dann riecht die gut für einen. Ja. Deswegen, ja, genau. Wenn der für mich nicht gut riecht, ist er für mich halt nicht mein Soulmate. Und deswegen ist er für mich trotzdem 3 von 10. Also, für dich ist es welche? Ja, ich habe erst zur Mitte tendiert, zu 5 von 10, weil ich eh nicht gedacht habe, Jana. Aber jetzt, das stimmt schon mit dem, dass man sich riechen kann. Deswegen gehe ich auf 2,5 von 10. Sie nochmal halbiert. Ja, ich auch. Also auch so 3 von 10, das stimmt. Okay. Er ist eine 10 von 10, aber steht auf große Brüste. Für mich unpraktisch. Hä, hey, was soll Daniel denn? Sie ist eine 10 von 10, aber steht auf große Brüste. Also für mich ist er immer noch eine 10 von 10. Ja. Oh, für mich eine 5. Weil wir da nicht so zueinander matchen. Er ist eine 10 von 10 oder sie ist eine 10 von 10, aber kann nicht kochen. Trotzdem 10 von 10. 10 von 10. Ja, auch 10 von 10. Wenn einer von beiden wenigstens kochen kann oder Nudeln war, so ist alles gut. Ja, mit Nudeln kann man überleben. Auf jeden Fall. Jeder Nudeln. Er ist eine, oder sie ist eine 10 von 10, aber ist nicht gut im Bett. Also für mich eine 8 von 10. Aus dem Grund, dass man durch Erfahrungen sich immer weiter verbessert. Und natürlich auch, wenn man miteinander kommuniziert, kann man auch zusammen individuell es anpassen, dass es einem gefällt. Man muss sich auch allgemein aneinander gewöhnen und so, damit das so, man sich so richtig wohlfühlen kann. Und ja. Also trotzdem. Aber ich glaube, ist nicht gut im Bett. Das heißt doch so, man ist so richtig lang zusammen und ja, ich glaube auch, einfach so enttäuschend die ganze Zeit. Ja. Ey, sorry, I'm so sorry. Trotzdem gibt es Kommunikation. Und dann kann ich sagen, ey, scheiße gelaufen. Probier mal eine andere Stellung. Und dann, das hat trotzdem 8 von 10. Ja, aber das, ja, wenn es nicht besser wird. Ich glaube, ich verstehe es nur, dass es einfach nicht besser wird. Sex ist mir nicht das Wichtigste im Leben. Das heißt, 8 wenn, von 10 dann. Ja, wenn er wirklich einfach so einen Charakter aus Gold hat, einfach die gleiche Lobbys hat wie ich,
und wirklich ein liebenswerter, wirklich liebenswerter Charakter ist, dann ey, fuck it, ich brauche nicht. Ja. Ich würde auch immer noch so sagen, 8 von 10, oder vielleicht 7 von 10. Ja, ich hätte ja auch auf 7 von 10. Ja, also es ist schon so eine Connect, und man merkt ja auch, also das ist ja schon auch so ein, also die Beziehung spiegelt sich ja auch ein bisschen da wieder. Okay, aber wenn er nur im Bett nicht gut ist, aber im Küssen und alles andere on top. Ja, aber ich würde trotzdem schwierig. Okay. Ich würde sagen 7 von 10, ist ja immer noch gut. Okay. Mhm. Er ist eine 10 von 10, aber hat keinen Führerschein. Trotzdem 10 von 10. 10 von 10, ich habe auch keinen. Ja, 10 von 10. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne ein Like, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen und aktiviert die Glocke, denn jeden... Wollt ihr mich verarschen? Jeden Donnerstag und Sonntag um 14 Uhr kommt ein neues Video online. Folgt ihr auf Instagram. Ich verlinke alles in die Infobox. Folgt mir auch gerne. Ich nehme euch auch regelmäßig meinen Alltag und so mit. Und dann würde ich sagen, schreibt mir eure Videoideen in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.